und weltoffene Stadt. Doch dem ist nicht so. Astronomische hohe Mieten verschließen für viele Menschen einen Wohnort im Zentrum der Stadt. Während die Politik sich nicht in der Lage sieht, dem Mietbucher wirksam entgegenzutreten, hat sie keinerlei Probleme, die Bewohnerinnen der Stadt auf die Straße zu setzen, wenn diese einmal mit der Miete im Rückstand sind oder einer Modernisierung und Aufwertung ihrer Wohnung im Wege stehen. Offiziell bedauert die Politik es, dass Menschen aus Profitgier anderer ihr gewohntes Umfeld verlassen müssen. Doch sie unterstützt die Investoren, wo sie nur kann. Eine Räumung, die entgegen aller moralischen Grundsätze steht? Kein Problem. Knüppelgarden der Polizei setzen das schon durch. Und wer sich wehrt, wird weggesperrt. Die derzeitige Stadtentwicklung ist alternativlos. Wir werden gentrifiziert. Verhalten Sie sich ruhig, Widerstand ist zwecklos. Berlin ist arm, aber sexy. Das ändern auch die astronomisch hohen Mieten nicht. Nur wer genug Geld hat, darf hier wohnen und leben. Der Rest wird geräumt und auf die Straße gesetzt. So auch unser Jugendclub, die KVU. Wann ist sich der neue Besitzer, Michael F. Simoncic, mit seinem... mit neuen Eigentumswohnungen, woran es ja in Berlin-Mitte bekanntlicherweise mangelt, höhere Profite erhofft, hat er unsere Mietverträge seit dem 01.01.2013 nicht verlängert. So sitzen wir seit 271 Tagen ohne Mietvertrag und ohne Aussicht auf neue Räume da. Im März 2013 wurde von unserer Hausverwaltung der Ernst G. Hachmann GmbH in der Westfälischen Straße 37 bis 41 in 10711 Berlin-Hallensee eine Räumungsklage eingereicht. Diesen Prozess haben wir verloren. Doch bevor das Urteil fiel, verließen unsere konfliktscheuen Sozialarbeiterinnen und mit ihnen der Träger in Absprache mit uns die Räumlichkeiten und hinterließen die Hausverwaltungen einen riesigen Haufen Scheiße. Dieser hörte auf den Namen Mobile Bausubstanz e.V. Im Juli 2013 wurde auch dieser verklagt. Das Verfahren läuft derzeit. Der erste Gerichtstermin ist am 27. Januar 2014. Das Ende dürfte absehbar sein. Wir wandten uns mit unserem Problem der drohenden Obdachlosigkeit an die Politik. Von ihr bekamen wir alles, was wir von ihr erwarteten. Nein, keine neuen Räumlichkeiten, wo kämen wir denn dahin? Sondern warme Worte und leere Versprechungen. Die Berliner Regierung versprach uns, uns bei unserer Suche nach neuen Räumlichkeiten zu helfen. Ihre Hilfe sieht so aus, dass unsere Sozialarbeiterinnen mit sinnlosen Auflagen beschäftigt werden, anstatt sich mit unserem akuten Problem der drohenden Obdachlosigkeit beschäftigen zu können. Danke, Berliner Senat, wir haben verstanden. Doch wenn es das Ziel der Berliner Politik sein sollte, uns auf die Straße setzen zu lassen, und dann sollten Sie bedenken, dass eine KVU ohne Räume noch lange nicht geschlagen ist. Das heißt nur, dass wir nicht an unsere Räume gebunden sind, dass wir überall und jederzeit auftauchen und loslegen können, so wie hier heute. Wir nutzen das, was uns die Politiker in Massen gegeben haben. Leere Worte und hohle Versprechungen. Wir bauen uns daraus eine neue KVU. Ein Ort, an dem wir uns treffen können und gegenseitig helfen können und uns selbst verwirklichen können. Wir fordern sozialen Wohnraum statt Luftschlössern, Sozialwohnungen statt Lügengebäude. Seit 2 Jahren kämpfen wir um unsere Räumlichkeiten und mittlerweile ist so mancher von uns ausgebrannter als eine Luxuskarosse in der Rigaer Straße. Deshalb brauchen wir euch, eure Energie, eure Kreativität, euren Elan. Ob in der KVU oder auf der Straße. Lasst uns der Stadt, den Investoren und der Politik zeigen, dass es eine Scheißidee ist, sich mit linken Projekten anzulegen. Egal, ob es nun die Linie 206, die Beiz oder die KVU sind. Wir bleiben alle.